So, jetzt gehen wir mal in Richtung Kosteneffizienz. Wow, jetzt habe ich aber viel Holz, ey. Fällt mir gerade so mal auf. Ganz ehrlich, mit dem Holz stopfe ich jetzt mal Löcher. Und verkaufe auch ein bisschen davon. Denn wir brauchen jetzt dringend Trainingsfiguren. Aus Eisen, 4 Stück, an denen trainiert werden kann. Ansonsten brauche ich mich nämlich mit den Viechern hier gar nicht erst anlegen. Grüner Trank. Blauer Trank. Forschungspunkt, das ist gut. Eisen und alles. Und noch mehr Holz. Wenigstens können wir hier die Sachen verkaufen. Also da noch mehr Forschungspunkte rankommen. Dann können wir nämlich die Düngestellenverbesserung, die Essensration, alles viel schneller erforschen. Na, das ist jetzt praktisch. Sogar ein bisschen Obsidian und Titan. Oh. Das kriegen Kugelladegerät. Und natürlich so ein Generator steht hier auch noch rum. Gehen wir mal wieder nach oben. Wir versuchen da mal eine kleine Taktik. Dafür brauchen wir Befestigungen. Einfach mal eine etwas leichtere Befestigung. Eigentlich etwas schwerere Befestigung. Der schöne Steinbauer dürfte da Wunder wirken. Während hier alle trainieren. So. Komm, geht einer von euch da rein? Nein, ihr greift die Steinmauer an. Ach so. Das hat dann nicht so funktioniert, wie ich es gehofft hatte. Was für Möglichkeiten hätten wir noch, die voneinander zu trennen? Du bist müde, aber du bist auch bald Stufe 10 zum Glück. Du brauchst auch bald Schlaf. Ist das richtig hier? Nein, ist falsch gewesen. So, das dürfte jetzt dann richtig sein. Viel mehr Möglichkeit als einen hochzulocken, wenn einer hochkommt. Ja, einer kommt. Und ihn hier einzusperren. Haben wir nicht. Wirklich. Der ist halt immer noch im in der Teleportersphäre gefangen. Ich kann also wahrscheinlich niemanden hier reinporten. Doch, hier unten rein kann ich jemanden porten. Geh bloß wieder da raus. So, kämpft mal gescheit, dass wir erstmal gucken, wie wir gegen einen von ihm bestehen. Mit Level 20.
Ich müsste eigentlich auf Offensivstrategien jetzt gehen. So, hier kann ich mal zumachen. So, lassen wir die mal schön weiter trainieren. So, du bist auch Level 11. Du bist auch Level 11. Wo ist der letzte? Du musst doch Level 11 werden. Naja. Versuchen wir mal unser Glück. Ich speichere sicherheitshalber doch mal, ja. So, dann bitte Kampf. So. Okay. Einen kriegen wir down. Uff. So, alle raus mit euch, heilen und alles und so. Ihr beide auch, bitte. Okay. Übel. Das heißt, wir brauchen noch mehr Trainingssessions hier für die Jungs. Und können hier mal weiter zumachen mit dem ganzen Holz, das wir haben. Wobei ich jetzt auch wieder Holz verkaufen muss. So. Gut. Logge ich schon mal den nächsten hoch. Jo, einer kommt. Nein. Nicht gut. Ihr sollt erst trainieren. Während der da in der Falle sitzt. So, gehen wir mal wieder Vollgas. Jo. Immer auch schön draufhauen. Genau, und schlafen gehen, dass ihr euch lieber heilt. Und ja, ich glaube, ich gehe wirklich jetzt mal auf Offensivstrategien. Das ist nämlich, glaube ich, gerade wichtiger. Und vielleicht auch einen dritten Forscher. Das wäre auch nicht schlecht. Forge.
So. Die sind alle gleich Level 12. Hauen immer noch fleißig weiter drauf. So, jetzt Forschungstisch. Falsch. Oh, ich könnte schon den aus Marmor bauen. Oh, stimmt ja. Ich könnte jetzt meine Ökonomie upgraden. Mache ich auch wahrscheinlich demnächst. So. Dritter Forschungstisch steht. Jetzt musst du nur noch Level 5 werden, dass wir dich pushen können. Und übrigens die Tür zu machen. So. Krieger, Krieger. Okay, Leiter. Und töten. Ich sehe nicht mal gerade, wem er wehtut. Ah, ihm hier. Noch ist er gut beisammen. Tötet ihn einfach irgendwie. Ah, Gott sei Dank. So, als nächstes die Leiter weg. Jetzt müsst ihr erstmal alle wieder heilen. So. Ich kann sie leider nicht zwangsschlafen schicken. Weil Schlafen halt mehr als Essen halt. So, aber ja, ich wollte bei der Ökonomie etwas boosten. Also, Holz pflanzen. Und die hier können wir auch gleich abreißen. So. Dann geben wir wieder etwas mehr Speed, damit die Wissenschaftler schneller forschen. Und mein Jungzwerg, der irgendwo rumwuselt, nach da oben Stufe 5 wird, dass er auch Forscher werden kann. So, an Holz kommen wir jetzt schnell. Das ist gut schon mal. Und ich glaube, Nahrung brauchen wir doch gar nicht upgraden. Weil das, was wir gerade wegfuttern, können wir mit Radieschen ausgleichen. Hauptsache, wir kriegen Holz, das wir verkaufen können. Fürs Erste, dass wir Gold kriegen. So, noch 4 Punkte, dass wir Offensivstrategien haben. Dass wir an den Viechern mehr Schaden machen können. Und das sehe ich nämlich im Augenblick absolut nichts, wie wir da besser vorankommen. Ich kann nämlich zum Beispiel keine guten von den Übungspuppen mehr bauen. Ich muss jetzt auf die hier zurückgreifen, weil ich habe sonst nicht kein Eisen mehr. So, das heißt Übungspumpen, dass sie noch ein bisschen trainieren können. Hier.
Oh.